Fabi, wir treffen uns hier heute in der Schüco Arena, weil du uns etwas mitteilen möchtest. Was ist das? Dass in den letzten Wochen und Monaten sich bei mir im Inneren einfach der Gedanke und die Idee entwickelt hat, dass es vielleicht irgendwann an der Zeit ist, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Und ich nach viel für und wider mich dazu entschieden habe, dass das im kommenden Sommer der Fall sein wird. War alles andere als eine leichte Entscheidung. Und trotzdem fühlt sie sich absolut richtig an. Nachdem ich es dann der Mannschaft heute mitgeteilt habe, oder beim Mitteilen an die Mannschaft, habe ich auch gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, das auszusprechen. Es liegt daran, dass ich mich aktuell nach wie vor sehr, sehr wohl fühle hier und absolut gerne jeden Tag zum Training fahre und gerne mit den Jungs zusammen bin und mit dem Trainerteam zusammen bin und mit dem Staff zusammen bin. Und trotz allem fühlt sich diese Entscheidung für mich richtig an und ich hoffe natürlich, dass es dann auch rückblickend die richtige Entscheidung und der richtige Zeitpunkt sein wird. Warum hast du diese Entscheidung jetzt so für dich getroffen? Also getroffen, es gibt nicht den Moment, in dem man diese Entscheidung trifft, sondern es ist wirklich ein Prozess. Und wenn man mit der Zeit merkt, dass sich diese Entscheidung dann doch gut anfühlt, dann denke ich, ist es auch wichtig, dass man das nach außen hin bekannt gibt. Ich habe jetzt keinen Grund gesehen, noch irgendwie das rauszuzögern oder länger zu warten, weil egal, was jetzt in den nächsten halben Jahr passiert, diese Entscheidung Stand heute für mich die richtige ist. Und weil ich denke, dass das auch für beide Seiten, sowohl für den Verein als auch für mich als Spieler und als Mensch wichtig ist, da früh Klarheit zu schaffen bzw. geschaffen zu haben. Und deswegen dieser relativ frühe Zeitpunkt. Vielleicht hilft mir das auch, mich jetzt oder hilft mir das, die Rückrunde einfach in vielen Momenten ein bisschen mehr genießen zu können noch, weil dann einfach viele, viele letzte Momente auf mich zukommen werden. Ja, du hast es selber schon eingeleitet. Ein halbes Jahr dürfen wir dich jetzt noch im Arminia-Trikot sehen, begleiten. Was erwartest du dir persönlich von diesem halben Jahr jetzt noch? Also ich erwarte erstmal gar nichts. Aber ich habe ein paar Wünsche und das sind keine Mondwünsche, keine Mondsachen, die ich mir da wünsche, sondern ich möchte einfach verletzungsfrei bleiben. Ich möchte, wenn möglich, jedes Spiel machen. Ich möchte, wenn möglich, jedes Spiel gewinnen. Ich möchte mit meiner Mannschaft und mit den Fans einfach möglichst viele tolle Momente noch haben. Und wenn das letzte Heimspiel meines Lebens dann ausverkauft sein könnte, würde, sollte, wäre das sicherlich für mich persönlich sehr, sehr toll. Und ansonsten, ich freue mich wirklich auf alles, was da jetzt noch kommt. Ich bin da echt entspannt und freue mich einfach drauf, wirklich. Wir uns auch. Eine letzte Frage sei noch erlaubt. Wie geht's dir jetzt gerade damit, dass du diese Entscheidung getroffen hast? Gut. Mir geht's gut. Also so eine wichtige Entscheidung zu treffen ist nicht einfach. Sie nach außen an die Öffentlichkeit und an enge Freunde, Verwandte, Familie und die Mannschaft weiterzugeben, ist noch weniger einfach. Und wenn ich ehrlich bin, war ich vor diesem Tag auch sehr nervös und aufgeregt, aber es fühlt sich dennoch gut an und ich denke, die Großen, also ihr kennt mich gut genug, um zu wissen, dass ich ein emotionaler Mensch bin, die großen Emotionen werden dann am Ende der Saison kommen und bis dahin versuche ich sie irgendwie zurückzuhalten. Ich hoffe, dass mir das ganz gut gelingt. Und auf diese großen emotionalen Momente freue ich mich jetzt schon. Herzlichen Dank, Fabi. Sehr gerne.